Ein russischer Traum ist wahr geworden. Der spanische Fluch hält an. Die Espanyola hat im Achtelfinale ihrer Heim-WM ein kleines Wunder vollbracht und den klar favorisierten Weltmeister von 2010 mit 4:3 im Elfmeterschießen niedergerungen. Nach 120 enttäuschenden Spielminuten hatte es 1:1 gestanden. Vor allem Spanien spielte erschreckend behäbig und setzte damit eine schwarze Serie fort. Gegen den Gastgeber eines großen Turniers hat die Furia Roja in ihrer erfolgreichen Geschichte noch nie gewonnen. Spielplan und Ergebnisse: Das mit 78.011 Zuschauern ausverkaufte Luschniki-Stadion von Moskau erbebte, als Torwart Igor Akinfejew den entscheidenden Elfmeter gegen Iago Aspas hielt. Ein sehr harter Moment, das ist ein sehr harter Moment, einer der schwierigsten meiner Karriere, sagte Spaniens Kapitän Sergio Ramos nach dem Abpfiff mit Tränen in den Augen. Russland hat auf dieses Elfmeterschießen hingearbeitet. Es war die einzige Chance, uns zu besiegen. Wir haben unsere Seele auf dem Feld gelassen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Artem Dziuba, 41. per Handelfmeter, hatte in der ersten Halbzeit das Eigentor von Alexander Ignajewitsch, 12. ausgeglichen. In der Verlängerung durften sich die Russen bei Akinfejew bedanken, der seinen müden Mitspielern gegen den eingewechselten Rodrigo, 109. das 1:1 rettete. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker im Viertelfinale am Samstag 20 Uhr MEST setzt sich am Schwarzen Meer in Sotschi die russische WM-Party gegen Kroatien fort. Und warum sollte es nach der Sensation jetzt nicht noch weitergehen? Erste Niederlage seit der EM 2016, ihr seid geboren, um Träume wahr werden zu lassen, stand vor Spielbeginn im Fanblock auf einer riesigen russischen Flagge, und tatsächlich gelang das kleine Wunder, wie Dziuba die große Überraschung im Vorfeld bezeichnet hatte. Für den Stürmer war es das Spiel unseres Lebens, und so traten die Hausherren gegen ratlose Spanier auch auf. Deren Leistung erinnerte frappierend an die leblosen Vorstellungen der deutschen Weltmeister. Die erste Niederlage seit dem EM-Achtelfinale 2016 war die logische Folge. In den vorangegangenen drei Begegnungen beider Mannschaften hatten die Spanier 10 Treffer erzielt, der erste am Sonntag ließ nicht lange auf sich warten. Den Ball ins Tor aber lenkte Ignajewitsch während eines Ringkampfs mit Ramos, lesen Sie auch. Uruguay wirft Ronaldo raus, Russland sorgt für WM-Premiere, Piks Handspiel bringt Russen zurück. Zuvor hatte Marco Asensio, der überraschend für den Altmeister Andres Iniesta spielte, einen Freistoß gefährlich vor das Tor gezogen. Für die Spanier war die Führung beruhigend, denn das Spiel der Russen war doch eher unbehaglich. Immer wieder unterbrachen die Gastgeber den Aufbau durch Fouls, wenig überraschend versuchten sie bei eigenem Ballgewinn, schnell umzuschalten, für uns muss das eine Fiesta werden. Wir müssen alles geben, das ist unsere Aufgabe. Und wir sind bereit, den Job zu erledigen, hatte der russische Angreifer Denis Tscherischew angekündigt. Dziuba sorgte dafür, dass der Traum der Russen wieder erwachte. Erst köpfte er Gerard Piqué den Ball an den ausgestreckten Arm, danach verwandelte er sicher den Strafstoß. Sein Schuss war der 7. auf das Tor von David de Gea und der 6., den dieser nicht abwehren konnte. Spanien ideenlos. 5 Gegentreffer hatte Spanien in der Vorrunde kassiert, kein Zeichen für eine gute Defensivarbeit. Selbst in Überzahl brach bei den Männern um Ramos und Piqué Hektik aus. König Felipe VI., extra aus Madrid angereist, wunderte sich auch über die Offensive. Wo war das weltweit gefürchtete Tiki-Taka, wo war Stürmer Diego Costa, der bis zum Achtelfinale 3 Turniertore erzielt hatte? Stattdessen sah der Monarch Standfußball, daran änderte auch die Einwechslung von Iniesta wenig. Punkt. Und so endete für den einstigen Titelfavoriten eine WM, die schon mit der Entlassung von Trainer Julen Lopetegui völlig verkorkst begonnen hatte.